Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Baldur's Gate 3. In der letzten Runde haben wir uns etwas im Unterreich umgesehen, haben gegen einen Lantai, glaube ich, gekämpft und unseren Charakter geresettet und nochmal die Skills ein bisschen angepasst. Wir können auch gleich mal das hier ein bisschen umherschieben. Das ist eine Aktion. Das ist eine Aktion. Ich will das mal so ein bisschen aufteilen. Das ist auch nur eine Aktion. Der gute Schockgriff. Genau, das hier ist was Passives. Zauberstufe 1, Zauberstufe 2. Das machen wir mal so. Dann müsste das besser sein. Okay, speichern. Wir gehen zurück in die Höhle. Und schauen mal, was uns hier noch so erwartet. Hier können wir, denke ich mal, rüberspringen, ja. Packe ich stell's. Was heißt denn hier Fackel stell's, bitte? Am Stamm dieses explosiven Pilzes wuchern Blasen, die mit brennbarem Gas gefüllt sind. Also ich ahne hier überhaupt gar nichts Gutes. Wenn ich mir hier das so ansehe. Watch your back. Speichern. Shall we? Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Sowas in der Richtung dachte ich mir. Mykonide. Oh, Wimmelpilz. Okay. Let's hope for gold. Oh Gott. Oh, die Dinger regen mich ein bisschen auf hier. So, gut, dann kannst du jetzt auch wieder zur Gruppe. Nein, nicht da reinlaufen. Oh Gott, die macht mich wahnsinnig. Wir schauen, dass wir uns hier oben holen. Schriftrolle Taschas grässliches Gelächter. Oh, oh Gott, oh Gott. Ich bin so ein Trottel. Ja, beruhigt euch. Oh Gott, da sind die Typen. Holy shit, wer seid ihr denn? Okay. Ich bin gespannt, was das für Kollegen sind. Gucken wir uns erstmal ganz kurz hier um. Leuchtkappenpilz. Dwerger and Mykonid bodies. Someone's been fighting. Kollegen. Something good here, I hope. Fleisch. Okay. Okay, da geht es auf jeden Fall weiter runter. Wesentlich weiter runter. Und wir jetzt erstmal kurz zu den Pilzfuzzis schauen. Nehmen wir das mal alles mit ganz kurz hier. Eine kleine Schurkenmorche ist auch mal gut. Wir schauen mal hoch zu denen. Mal gucken, was die zu sagen haben. Man kann ja irgendwie mit denen reden, scheinbar. Weichern aber sicherheitshalber. Und du gönnst dir mal ein bisschen was. Okay. Weichern. Let's move. Nee, aber er möchte bitte vorgehen. So, Kollege Schnürschuh. Rastloser, giftiger. Wer ist denn hier der swallowed by a chorus of turbulent music. Through one creature sing many voices. The harmony of an entire collective. Okay. He has come. He is here. The choir fades. A single melody rises above the others, brassy and commanding. I am sovereign. You see a vision. Your lifeless body wrapped in fungal tendrils.
The Sovereign is threatening you. State your purpose. Euch auf den Parasiten konzentrieren und Verbindung mit dem König aufnehmen. Die Wahrheit über den Parasiten sagen, du bist auf der Suche nach einer Behandlung unterwegs. Ich bin auf der Reise und suche das Abenteuer. Motive erkennen. Einschüchtern. Okay. Ich bin auf Reisen und suche das Abenteuer. Wir könnten sie einschüchtern. Oh, wir schüchtern die mal ein. Oh, eine 5. Ja, gut. Ja, das werden wir aber hinbekommen. Wir haben 7 Bonus. Also wenn wir jetzt keinen kritischen Fehlschlag machen. Okay. Fungal roots weave through your mind, seeking your true intent. Then the Sovereign drones a new melody, cautious but welcoming. Descend to me. Let us speak in flesh. The persistent music coaxes you forward. The Sovereign expects you. Okay. Die lassen uns jetzt scheinbar durch. Interessant, interessant. Dann kommen wir mal hier hoch, würde ich sagen. Okay, hier darf ich nichts machen. Da auch nicht. Okay, hier darf ich auch nichts klauen. Okay, hier geht's einmal rum. Alles klar, alles klar, alles klar. Können wir mit ihm sprechen? Hallo? Hallo? Das ist ein Sprechsymbol. Aber wenn ich klicke, passiert nichts. Mit ihm vielleicht? Fungus and mold glaze the grotesque creature's face and body. A voice drifts into your mind as you gaze upon the misshapen servant. Leave this one. Come to me. We must speak. Okay. Dann gehen wir mal zum König, würde ich sagen. Was haben wir denn hier? Ein Händler? Lol. Was macht er denn hier bitte? Cool. Blurk. Ah, a visitor. You're a welcome sight, but let us observe the customs of the locals. The scholar's brow tenses. His voice spills into your skull, the spores connecting mind to mind. Blurg, proud member of the Society of Brilliance, at your service. Or perhaps not. Your mind is far more complex than that of the fungi. Ein Hobgoblin. Ich habe noch nie von einer Gesellschaft der Brillanz gehört. Brillanz gehört. Understandable. We are small in number and rarely stay in one place for long. My colleagues and I are working to improve conditions in the Underdark. This need not be such a dire, hostile place. Okay, interessant. It's curious to find a surface dweller here. What has brought you down so deep? Täuschen. Ein Gedankenschinder hat mich mit einer Larve infiziert. Ich habe Pilze gesammelt. Wollen wir ihm die Wahrheit sagen? Wir sagen ihm mal die Wahrheit. Truly remarkable. But why come to the Underdark, where they hold so much power? Die ganze Geschichte erzählen. You were infected by an illithid tadpole. It's a miracle you're still intact. You must be worried sick, but have no fear.
I have a friend who may be able to assist. Mhm. Omelium! I hope this is important, Lurg. My Zirkwood samples need constant attention. It is. This adventurer has an illithid tadpole inside his head, but he hasn't turned. No seromorphosis. Oh, hi. That's impossible, but intriguing. Are you looking to have it extracted? Ein Edithid ist euer Freund? Wie ist das möglich? Ja, das ist allerdings die Frage. I have broken free from the Elder Brain's yoke. I no longer serve the grand design. What the fuck? I ask that you refrain from violence. While I respect that your opinion of my kind may not change. Nö, wir greifen dich nicht an. Ich verzichte auf gar nichts. Ihr sterbt wie alle anderen. Was ist der große Plan? A collective quest to eliminate the Gith and enslave all other humanoids. Ja, nice. If that settles matters for the time being, would you like a diagnosis? Bitte. Open your mind to me. Let us see what lurks within. Ja. Bitte. Schauen wir doch mal, was er zu sagen hat. As the Mellowan's mind pierces yours, the tadpole pulses with power. It feels 10 times its size. Alive. Awake. Almost smug. This is most unusual. The incubation period should be complete, as should your transformation. So weit sind wir auch schon. Is infused with strange magic. It appears to be in some form of stasis. Könnt ihr die Larve entfernen? No. It appears to be shielded from physical and magical influence. Wir haben dann ja auch gesagt. And even without the shield, the extraction would involve severe cranial trauma. Okay, also alles unverändert. Das klingt nicht ideal. It is not ideal. The process would surely kill you. Ja, das sagen alle. Okay. But not to worry. Should you transform? Super. I will happily perform a new examination. Wir erzählen ihm mal von dem Schiff. A Nautiloid? Fascinating. I have never set foot on one myself. They were our warships during the greatest eras of the Illithid Empire. We ruled the entire astral plane from their decks. The design was lost when the Gith rebelled and ended our dominion. Okay. Danke für die Informationen. Of course. I am sorry I cannot assist you in its removal. But I have an idea. Oh, perhaps I should start taking notes. There may be a way to bypass that stasis. There are many alchemical substances that can influence the mind. Drogen? Wir sollen Drogen nehmen? Moment mal, ich dachte, die Stase sei der Grund, warum ich noch lebe. I do not intend to shatter its protection. I need only bypass the interference that prevents me from communicating with the lava. Was für Alchemie habt ihr denn im Sinn? A tincture distilled from a collection of rare mushrooms. They have subtle psionic influence. I would require a fresh tongue of madness and timusk spores. But be warned, in their natural state, both of these mushrooms can be quite dangerous. Timusks
cause confusion in those that approach them. The tongue is self-explanatory. Ich hoffe, die haben jetzt nicht alle hochgejagt. Wo finde ich diese Pilze? The Underdark, of course. Although they are quite rare. And their discovery perilous. I imagine Lenore would have them in her possession. She served Mistra as a cleric. Wo lebt diese Lenore? The southwest when I last saw her, although her tower does have a tendency to move. Okay. Warum sollte eine Klerikerin so gefährliche Pilze besitzen? She is quite fond of her garden. Lenore has always been a lonely sort. Nature was her only companion. Okay. I offered her the chance to join the society, but she refused. Her experiments on Sousa bark took priority. Verstehe. Na gut, ich komme wieder, sobald ich die Pilze habe. May your travels be safe and swift. Danke. Die sind doch ganz freundlich, wenn die nicht irgendeinen komischen Plan verfolgen. Diese durchgeknallten Typen. Is my species evolving? Ich würde aber eigentlich auch noch gerne mit ihm handeln. Welcome back. Have you made any new discoveries? Ja. I do enjoy a good bargain. If anything in my private collection is to your liking. Sag mal her, my friend. Was hast du denn hier Schönes, sage mal? Wohltuendes Schreiten. Okay. Sengender Strahl des zweiten Grades. Okay. Das Verderben. Kurzschwert. Dann müssen wir mal auf Schattenherz wechseln. Aber Schwert ist hier gar nicht geübt drin, ne? Okay, na dann ist egal. Meine Blitzladung erhält, bekommt ja 3 Trefferpunkte. Man kann da voll den Heilbild draus machen. Blitzladung, dann wird man immer geheilt. Könnte man einiges draus machen. Hab ich jetzt aber gerade nicht so Bock drauf. Wir versuchen auf jeden Fall mal hier ein paar Waren zu verkaufen. Okay, das ist ganz nice. Dann sind wir hier schon mal deutlich weiter. Können wir das auch gleich noch verkaufen? Okay, aber sonst hat er nichts von Interesse. Very well. I have mushrooms to catalog. Mach das. Ich würde gerne mal ganz kurz mit ihm quatschen. I greet you, child of the sun. How has your search for the mushrooms fared? Mit dem können wir nicht handeln. Schade. Wie seid ihr aus eurer Kolonie entkommen? I was born with a propensity for arcane magic my people despise. It gave me the strength to resist the elder brain. Every waking hour I pushed back against its dire hold. My wizardry empowered me. Also ein bisschen wie bei uns. The moment its control shattered, I fled before the colony discovered I had defected. Okay, cool. Wie habt ihr überlebt? Braucht ihr dazu keine Gehirne? In the beginning, I had an arrangement with a lich. Excellent company, despite what one would expect. I required brains, he required souls. A perfect symbiosis. Könnte man wohl so sagen. But our ambitions eventually splintered. I wished to better the world, and he preferred its rot. So I left his company, and thus I now feed from those who act against the society's goals. Okay, verstehe.
So ein bisschen wie wir und Astarion das machen. Astarion darf die Bösen aussaugen und er isst halt die Köpfe von den Bösen. Wohl der beste Weg, diese Art von Hunger zu stillen. Perhaps the peoples of the Underdark will be less inclined to violence if they comprehend the cost, yes? Gut. Wir speichern mal. So, warte mal, wo kommen wir denn hier? Was ist das denn? Wo ist denn der König? Hier oben, was? Sieht mir ganz danach aus, oh lol. Rastloser Mykinide. What is the creature doing to those corpses? The sovereign's thick fingers stroke the corpse at its feet. A droning melody greets you as the creature turns its gaze to you. Wie bunt er ist. Foolish talker. I show you a memory. Watch and listen. A violent vision grips you. Dwega, dark dwarves chopping Myconid remains. They broke our peace. They killed our young. The sovereign's song slows to the pace of a dirge. It is still in mourning. We laid waste to many, but intruders remain. Lakewood. The sovereign's song halts as it measures your worth. I sense your resolve. You will find Dwega invaders near Lake's Edge. Cleanse the rot. Destroy them. Dwegar invaders? We can manage that. Better than picking this fight, surely. Tja, Schattenherz, wenn du das sagst, mein Schatz. Was in allen Hellen habt ihr mit der Leiche gemacht? Vergesst es, wenn sie sterben sollen, könnt ihr sie selbst töten. Nö, wir helfen denen, die scheinen mächtig zu sein. Die Typen umbringen und looten klingt auch ganz gut. Warum haben die Druga angegriffen? Deep purples swirl into familiar shapes. Gnomes in mining gear, chased by Dwega. The Dwega seek a gnome. It is a guest. Mhm. Versteckt ein Gnome auf der Flucht. Sehr lobenswert. The sovereign says nothing, but you hear appreciation in its song. Klar, ich kann diese Druge erledigen. An illusion comes over you. A Dwega, choking on a cloud of gleaming dust. Accept this gift. It will help you exterminate. Die sind voll groß. Diese Pilzwesen, also zumindest der König. The sovereign gifts you one more vision. A wall of vines parting to reveal glowing light. Riches of magic and mind. Cleanse the rot, and they are yours. You do the circle a service. We will await word. Was habt ihr mit der Leiche gemacht? Würde mich schon interessieren. We breathe life into our enemy's flesh. The dead make a fine host for my growing children. Klingt so. If I die down here, destroy my corpse. Wie kann ich mir dieses Wissen aneignen? Diese Sporen sind derart mächtig. Wie kann ich mir dieses Wissen aneignen? You may not. The spores hear only the circle. They dance to no other harmony. Okay, schade. Gut. Ich würde hier gern ein bisschen massiv looten, aber darf man nicht. Oha, er weckt sie zum Leben. Wie cool das ist.
Wie geil das hier aussieht. Warte mal. Muss mal ganz kurz. Tastenbelegung. Was schauen. Ich habe nämlich schon wieder vergessen, wo das war. Wo war das? Wo war das? Na los. Ach, come on. Wo ist der Knopf, den ich brauche? Ah, F10. Ja, sieht schon nice aus. Hier sind ganzen Pilzen hier. Okay. Also, wir töten ein paar von diesen Typen. Nichts leichter als das, hoffe ich. Aber wir schauen uns hier nochmal ein bisschen um. Kann ich die hier wenigstens mal... Ne, kann ich nicht. Die kann ich aber nehmen, okay. Gut, die da oben darf ich auch nicht nehmen. Das ist irgend so ein komisches Ding. Oh, warte mal, hier haben wir den Trüffel, den dürfen wir nehmen. Ich hatte eine Bag of Holding. Kann ich mit dem reden? Cleanse the circle. The circle cleansed. Okay, die sprechen alle nur so ein bisschen. Hol dir mal den, den du dir holen darfst. Nice. So, okay. Oh, hier ist noch... Ah, das ist der Gnomen. Oh, ist auch Händler. Oh, und wen haben wir hier? Warte mal, wir haben ja eh mit Tieren sprechen aktiv, oder? Want Master back. He treats me good now. Doesn't kick me anymore. Gute Kuh. Okay, lass mal mit ihm sprechen. Das ist der Gnome, oder? Seems the shrooms are letting in more people every day. You see a fella on his own on your way in. Dwarf. Balin's his name. Könnt ihr ihn beschreiben? Bald, blue tunic, dumm as a stick. Hm. Nice. Dumm wie ein Stück Feldwild. Was macht ihr da unten? Right now. Waiting for that idiot Balin's return. Unless you've seen him, we don't have much to discuss. Okay. Zeig mir eure Waren. Was hat er hier? Heilendes Wort. Massenheilendes Wort. Holy shit. Ich glaube, das brauchen wir, oder? 6 Verbündete. 5 bis 8. Ja, das brauchen wir für unsere Klerikerin. Wie nice ist das bitte? Einen Pflege. Warte mal. Schattenherz. Kann Schattenherz mit Pflegeln umgehen? Kann sie. 3 bis 10. Immerhin ein Schaden. Nur Haupthand. So ein Pflege wäre auch ganz nice. Fragen über Fragen kommen mir schon wieder in den Sinn. Was macht das denn hier? Bewirkt zusätzlichen Säureschaden. Säurepfütze. Das klingt doch ganz nice. Okay. Werde unsichtbar. Einmalige Verwendung. Das ist auch ein ziemlich nices Item. Sumpfgrün, Meergrün. Dunkelflieder, Schwarz und Jadegrün. Oh, keine Ahnung. Gib mal her den Bums. Meergrün. Was haben wir denn jetzt hier so im Angebot? 1000. Ja, okay, wir haben so viel Geld, ne?
Also eigentlich sollte das hier gar kein Problem sein. Was hat die denn hier noch so? Schuppenpanzer. Mittlere Rüstung. Überlegenes Material. Okay, auch interessant. Bogen. Oh, warte mal, wir haben hier so viele coole Sachen. Bogen, Bogen, Bogen. Okay, die Bogen sind nicht so ganz so krass. Losses, wieder Schärfe, Präzision. Kettenpanzer. Deine Waffenangriffe bewirken Säureschaden. Ja, warum nicht? Ringen. Oh, warte mal, das ist das mit dem Springen, ne? Ja, das ist ganz nice. Dornenhagel. Die Dornen bewirken Waffenschaden beim Ziel und explodieren kann. Explodieren dann. Die Explosion bewirkt zusätzlich. What the fuck ist mit diesem Ring los? Das klingt doch mal mega overpowered. Entschuldigung bitte? Warte mal, wo waren das jetzt mit den Dornen? Hier, ne? Ja, das klingt schon ziemlich nice. 1400. Ja, ich glaube, das nehme ich. Gib mal her den Bums. Klingt irgendwie alles ziemlich nice. Gut. Weggehen. Okay. Ja, was denn? Was ist mit dir? Also, pass auf. Du kriegst auf jeden Fall das. Hallo? Schattenherz? Ah, hat sie jetzt. Okay. Dann. Springen. Okay, die hat nur Unsinnsringe. Dann kriegt sie die. Säureschaden kann sie auch direkt haben. Weil sie kriegt auf jeden Fall auch das Ding. Lager senden. Wir heben erstmal so ein paar Sachen im Lager auf. Die wir jetzt nicht unbedingt brauchen. Die Färbemittel auch. Obwohl, die könnten wir theoretisch auch hier in unseren Special-Sack schmeißen. Das Ding auch auf jeden Fall. Das heilige Wasser gleich noch mit dazu schmeißen. Das auch. Die Granate kommt hier rein. Beziehungsweise hier hin. Hier hin. Das Gold drückst du mal schön ab. So. Waren. Bitte. Gut, das ist ziemlich krass. Warte mal. Dornenhagel. Dann gab es einen Vorteil, wenn er von zwei oder Gegnern mehr umzingelt ist. Ja, das ist auch ziemlich nice. Waffenschaden. Damit könnten wir immerhin... Ja, das müsste aber eigentlich sie nehmen, ne? Das mit dem Waffenschaden ist schon ziemlich krass. Das ist schon ziemlich krass. Oder sie halt. Das ist natürlich auch ziemlich krass für sie. Also eigentlich bräuchte das unsere Barbaren, das Ding. Eigentlich bräuchte sie das definitiv. Das kann wieder dann zurück ins Lager. Wir haben unsere neue Waffe. Das ist schon ziemlich cool.
Das wäre schon ziemlich cool. Ich muss nur mal ganz kurz lesen. Ja, bei ihr wären es jetzt 6 bis 15 Stichschaden. Was ist, wenn ich das jetzt hierhin mache? Never a dull moment. Untersuchen. Genau, 1 bis 10 Stichschaden. Gut, aber immerhin. Weißt du was, wir machen das einfach. Das Ding geht ins Lager. Speichern. So, gut. Schauen wir mal weiter. Oh. Hm. Far you've come. Reach into memory. Tell me of home. Wer ist er? Oh, war er mal ein Zwerg? Goldzwerg, die dunklen Grotten und windenden Gänge, große Spalten. Ja, er war doch mal ein bestimmter Zwerg, oder? Ich erzähle ihm davon. It reveals its own home in reply. A humid cove filled with decaying myconid corpses. Dwegar destroyed my people. I am a sovereign with no circle. Wir werden euch rächen. This circle does not welcome me. Okay. But I have heard the song. You mean to cleanse the Dwegar rot. I mean to join you. Oh, lol. Okay, wir können ihn mitnehmen. Seid ihr sicher? I am the danger. And I am the cure. Oh. They erased my people. I will erase theirs. Ich meine. Kommt mit, der Feind der Dwegar ist mein Freund. Remain in the Underdark, and I will follow. We cleanse the rot together. Was ist? Will? Untersuchen. Vertriebener Mykoniden-Monarch. Okay, okay. Muskulös. Krass, 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 krass. Ja, ist ja ein cooler Dude, würde ich sagen. 44 Trefferpunkte. Ja, dann soll er mitkommen. Dann räumen wir hier mal richtig auf. Auf geht's, my friend. So, wen haben wir denn hier? Hackenschrecken Sporendiener. What the fuck? Kann mit dem quatschen. Monstrosity stares blankly forward. Was ist das? Alter Falter. Mushrooms can raise the dead. Holy shit. Interesting. What's a little stench in exchange for a lot of power? Ja, was hat sie gesagt? Achso, was ist das bisschen Gestank gegen all die Macht? Diese Pilze können also die Toten auferstehen lassen. Das ist interessant. In der Tat. In der Tat ist das interessant. Lasolit. Kann ich mal bitte das Ding einsammeln? Hallo? Nicht erreichbar, wollt ihr mich verarschen? Da war ein paar Dinge. Upsi. Nicht erreichbar. Hallo, du stehst direkt neben dem fucking Pilz. Was heißt denn hier nicht erreichbar? Will mich doch verarschen, oder? Er will mich doch fucking verarschen.
Abgrundkriecher, okay, den dürfen wir nicht nehmen. Die dürfen wir auch nicht nehmen. Können wir da rüber? Ja, ne? Okay, wir müssen mal ganz kurz auf die Karte gucken. Okay, wir sind jetzt hier einmal so rum, gehen jetzt hier hoch. Okay. Zerstöre den Turm, besiege die Druga. Okay. Klingt alles soweit gut. Achso, jetzt bin ich hier wieder, ne? Okay, wir sind quasi im Kreis gegangen. Alles klar, wir kommen beide mal da oben. Habe ich da was übersehen? Halt, wir gehen mal ganz kurz zurück. Irgendwo hier. Kann man hier hoch? Ne, hier kann man nicht hoch. Oder? Ah, doch, warte mal, hier. Hier ist das, hier sind die... Ah, hier ist das, was er gesagt hat, glaube ich, ne? Leuchtende Edelsteine. Da können wir dann bestimmt rein. Okay, das ist aber noch verschlossen. Ja gut, das brechen wir jetzt nicht auf. Oder doch, wir können eigentlich, ne? Können wir? Dürfen wir? Schlossknacken unmöglich. Ah, okay, verstehe. Ja, alles klar. Das kriegen wir dann, wenn wir die Aufgabe erledigt haben. Okay. Dann let's go! Lass uns diese Typen mal fertig machen. Entschuldigung, was geht hier ab? Was haben die hier schon wieder veranstaltet? Ihr sollt aufhören, sich die ganze Zeit vergiften zu lassen. Ist ja furchtbar. Wir müssen gleich schon wieder heilen. What am I doing? Alright. What now? So, bitte. Unterlasst das. Gut, dann gehen wir jetzt mal hier runter. So, schauen wir uns mal ein bisschen hier um. Okay, die sind alle tot, die haben wir schon gelootet. Untergekommenes Dorf. Ist das vielleicht das Dorf, aus dem der gute Glut hier vertrieben wurde? War das mal sein Reich oder so? Mal ganz kurz hier hin. Nicht, dass hier irgendwas Geheimnisvolles gibt. Aber scheinbar nicht. Okay. Gut, leuchtender Edelstein. Ich würde gerne diese ganzen fucking Edelsteine hier einstecken. Die müssen doch was wert sein. Wimmelpilz. Hier geht's hoch, aber das ist da, von wo wir kommen. Tiefengnomen hingerichtet. Was haben wir denn hier? Kurzschwert des ersten Bluts. Ja, klingt ganz interessant. Karlach. Mal hier runterschauen. Wer macht der Pilz eigentlich die ganze Zeit diese Geräusche? So, was haben wir hier oben? Ah, hier ist so einer von diesen Druga. Was ist denn ein Druga überhaupt? Warte mal kurz, können wir den untersuchen? Toter Druga. Druga. Einst von den unheimlichen Gedankenschindern versklavt, nutzen die Druga ihre Freiheit mit religiösen Pragmatismus. Das sind diese Zwerge, die im Unterreich leben, oder? Wenn ich mich richtig erinnere, konnte man die nicht auch auswählen? Als Zwerg irgendwie? Hier kommen wir auch noch irgendwie hin, glaube ich. Wollen wir jetzt hier hoch, oder? Wollen wir jetzt hier hoch? Ist die Frage. Ah, finde Balen. Okay, wir können hier Balen finden. Wir suchen erstmal nach Balen. Den Pilzsammler.
Pilze gibt es ja hier genug. Abgrundkriecher, nehmen wir den auch mal mit. Ein Wimmelpilz. Ich finde, das haben die aber schon ganz cool hier gemacht. Den Untergrund. So. Haben wir irgendwo eine Kiste? Ach komm schon, ihr könnt mir doch nicht erzählen, dass ihr das hier nicht gefunden habt. Oh, are you sure? Ach, ist das wieder, oder ist das wieder hier so ein... war hier wieder so ein Landhai am Start. Warum haben die jetzt alle ihren Wurf verkackt? Ah. Ärgert mich jetzt ein bisschen. Schreckenssenke. Ja, okay. Kannst du das hier mal holen, bitte? Ach, kann nicht zum Inventar hinzugefügt werden. These things have stayed interesting. Ach, gerne. Ja, ja. Wird schon mit der Säure. A chill runs through you. Your magic, the fire that burns within, is fading. Was passiert jetzt? Warte mal, die Augen schließen, das Gefühl nicht aufsaugen. Magic gently and effortlessly flows from you and into the Sousa flower. What's the matter? I could swear this plant's got you flush. Ja, es liegt an der Blume, meine Magie ist weg. Chin up. I'll wager they'll come back as soon as we move away from here. Ich hoffe sehr, dass ihr recht habt. Of course I am. You're not going to be undone by a flower, are you? Nope. Ich hoffe nicht. Ja, okay. Also du willst mir jetzt sagen, ich kann nicht zaubern, oder was? Kann ich die ins Lager senden? Kann ich auch wieder zaubern, oder was? Okay. Interessant. Oh, die kann man vielleicht irgendwem geben. Dann kann er nicht mehr... Oh Gott, Alter, ich sterbe hier noch an diesen ganzen Dingern. Dann kann... Ja, okay, okay. Uli Macaroni. 30% nur. Junge, Junge. Das Ding hat 75. So, Bonusaktion. Wir müssen hier mal dringend ein paar Heilungen durchführen. Wo ist denn Astarion eigentlich? Astarion? Wo treibt er sich rum? Ja, don't touch me ist gut. Okay, also. Kannst du mal hier rankommen auf einen Meter? Geh ruhig ein bisschen langsamer, lass dir Zeit. Auf geht's. Lex ist aber ganz schön mickrig. Kann's nicht anders sagen. So, geh mal ran hier auf den Meter. Das hier ist blockiert, okay. Ich glaube nicht, dass das hier blockiert ist. Da will mich doch verarschen, oder? Das geht! Na gut, wie ihr meint. Also, du kannst gar nichts mehr machen, okay. Ich muss den Punkt Verstärkung rufen. Och nee, come on. Bitte nicht. He's calling for backup. Mhm. Might even the odds.
Ich merke das schon. Lol. Minus 16 TP, alles klar. Wir machen Spurten. Let's go. Wir müssen dem irgendwie aufhalten. Oh, hier ist ein alter Siegelkreis. Können wir aber hier so ein Dings geben. Nice, benommen. So, was kann der Kollege Schnürschuh eigentlich? Belebende Spuren. Wirkt nur auf jeweils ein Ziel. Setze Spuren bei einer Leiche frei, um diese als Sporendiener unter deinem Kommando zu bringen. Oh, holy shit. Mehrfachangriff. 12 bis 52 Schaden. Okay. Ja, will ich. Nice. Der kann aber ganz schön rasieren, der Junge. So. Rosiver Schlag? Kann ich nicht. Maler Schlag? Kann ich nicht. Heilung? Kann ich. Naja, besser als nichts. War klar. Es war ja klar. So, kannst du hier mal ein bisschen lang schleichen? Das wäre nice. Nice, 94. Okay, egal. Lass da stehen bleiben. Du kannst mal hier hingehen. Damage, ja. Was ist das denn? Oh, das ist der normale Blitz. Ach, deswegen Hexenfall. Warte mal. Müssen wir ein bisschen tauschen hier. Das ist falsch rum. Danke. Ich habe mich schon gewundert vorhin. Geht's? So, okay. Okay, damit kann ich leben, damit kann ich leben. Let's go, Karlach. Gib ihm richtig. So, und jetzt gibst du ihm. Nice. So, was hat der Kollege dann am Start hier? Haken, alchemistische Zutat. Oh, nice. Time to push ahead. So, dann wir aktivieren erstmal hier den Siegelkreis. I'll give it a shot. Perfekt. Oh, warte mal, der Pilzsammler ist da oben. Verende die meisterliche Waffe. Oh, hier ist auch dieser Baum. Cool, cool, cool. Oh, hier ist schon wieder so ein Ding. Rippe. Okay, wir könnten uns hier anschleichen an die Dinger. Gib ihm. Nice. So, das auch. Aber jetzt ist erstmal nur er im Kampf, ne? Don't mind me. Dann könnte ich doch mal probieren. Wer spricht denn hier? Oh, da oben. Hero der Vergessene. Wer ist er denn? Warum ist er im Kampf mit uns? Ich würde ihn gern bewusstlos schlagen. Okay, egal. Wir könnten mal das mal ausprobieren, jemanden bewusstlos zu schlagen. So, warte mal, wo bin ich denn jetzt hier?
Nothing important is ever easy. Das Schattenherz ist auch noch nicht im Angriffsmodus, ne? Warte mal, kannst du dich mal hier rumschleichen? So. Scharlach fehlt noch. Warte mal. Down the hatch. Angriff! Warum läuft sie in Zeitlupe? Achso, weil sie schleicht. Nice. Nice. Kann man ihn schubsen? Oh, schade, er ist zu schwer. Na gut. Schade, schade. Er ist doch schon so gut wie tot. Dann können wir uns mal direkt dem da oben zuwenden. Ich gebe Ressourcen. Oh, hier ist. What the fuck, da oben ist auch noch einer. Aua. Aua. Er hat ihn getötet. Lol, kann man ihn wiederbeleben? Ich will nicht, dass er stirbt. Holy shit. Oh Gott. Will ich ihn jetzt laden? Der kann doch nicht drauf gehen, der Kollege. Und da steht er nach dem Kampf wieder von alleine auf. Glaube nicht, oder? Oh, ich möchte ihn eigentlich gerne überleben lassen. Ich habe so das Gefühl, man kriegt irgendwas Geiles. Ich wusste ja nicht, dass man den nicht wiederbeleben kann. Sonst hätte ich gleich ein bisschen besser auf ihn aufgepasst. Pass auf. Speichern hier noch mal schnell. Wer ist er denn eigentlich? Lol, ist Ergebner der Dürer. Okay, man kann mit dem auch nicht sprechen, ne? Gebt mal alle ins Schleichen rein. Wie kann ich denn... Okay, gegen den sind wir im Nachteil. Okay. Okay, der ist so gut wie down. So, das heißt, wir brauchen den eigentlich gar nicht weiter beachten. Ihn bleiben wir hier. So, pass auf. So, er ist down. Taking my time in the shadows. Wir müssen mal da hoch, ja, 91%, ja, klingt ziemlich nice.
Let's go. Good, nice. Wanna dance? Nee, Ansicht wechseln. Mit ihr gehen wir hier hoch. I'm nothing. Mal, schleich dich mal hier lang. Okay. Können wir auf jeden Fall bis hier hingehen. Und dann können wir, glaube ich, erstmal ordentlich verzeilen. Frage ist, will ich hier hinspringen vielleicht? Kann ich das überhaupt? Weiß ich nicht. Gib ihm. Nice, nice, nice. So, pass auf. Jetzt mit ihr hier hochschleichen. Ja. Okay. Warum liegt Carla auf dem Boden? Irgendwas verpasst? Hab ich hier irgendwas verpasst? Oh, egal. So, ist jetzt hier irgendwer noch nicht im Kampf? Nee. So, warte mal, wir sind nur mit den beiden im Kampf, ne? Warte mal, ich bin irritiert. Hier hat jeder seinen beschissenen eigenen Kampf. So, okay. Let's have a little fun. Okay. So, Hexenfall aktivieren. Gut. Okay, diesmal den nicht umgebracht. Das ist schon mal sehr gut. Machen wir mehrfach Angriff. Ziel muss liegend sein, okay. Gut, whatever. Dann gibst du ihm erstmal ordentlich. Bonusaktion. Nice, dann ist das Ding down. Und dann kümmern wir uns nächste Runde um ihn. So, so. Nice. Will er hin? Wo will er hin? Wo will er hin? Bleib doch hier. Lauf doch nicht so weit. So, okay. Du gehst mal ein bisschen hier hoch. Aktivierst den Pfeil. Machen wir einen sicheren Damage. Können wir noch mal was werfen eigentlich? Nee, okay. Können wir nicht. Okay, wir könnten. Ich glaube, Karlach braucht da oben gar keine Hilfe. Kann das sein? Könnten sie ein bisschen heilen? Aber eigentlich braucht sie das nicht. 45, gewinnt. Schlag, schade. Aua.
Nice, kleiner Angriff. Weil Odin liegt. Okay, das passt schon. 6. Oh, er hat ihn fast umgebracht. Keine Ahnung, gib ihm einfach. Ach, come on. Los, beiß ihn tot. Nice. My turn. Jupp, dein Turn. Halt ihn kalt zu machen. Nice, Crit. Kann man ihn werfen? Keine Ahnung, gib ihm rasender Hieb. Ja. Oh, come on, bring ihn um! Nice. Nice, nice, nice. Nein, halt, Odin. Wo ist Odin? Ah, Odin liegt noch auf dem Boden. Odin, bitte steh auf jetzt. Du musst looten. How much farther can I go? Rippe. Einmal hier hoch, bitte. Wer ist sie denn eigentlich? Halbgefesselter Gnom. Oh. Das ist bestimmt. Ja. Nee, warte mal. Was? Halbgefressener? Ach, ich hab Oh, hi. Ups. Was wollte ich jetzt sagen? Achso, ich habe halb gefesselter Gnom gelesen, aber es ist ein halb gefressener Gnom. Ist das unser Freund hier? Ne, der war ja woanders, ne? Zerfledderte Schriftrolle. Karotte. Karotte. Ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Und was haben wir denn hier? Gekritzelte Notizen. Beschützer, Wächter der Adamantschmiede aus Magma, entstanden durch Magma zerstört, heiß, Hammer, wo? Darunter ist eine Klatte gezeichnet, mehrere X-Markierungen zu sehen sind. Folgende Worte sind darunter gekritzelt, Dorun weiß Bescheid. Bitte was? Seems it's guarded by a protector of some sort. Something weak to this hot hammer. Okay. Was haben wir hier im Beutel? Nichts. Nehmen wir noch einen Fisch, den nehmen wir mit, den gönnen wir uns. Hier ist schon wieder so eine Stussblüte. Die nehmen wir einfach mal mit, man weiß ja nie, wie man die brauchen kann. Ans Lager senden, danke. Noch eine. Aufheben. Stussbaumrinde, nice. Lager senden. Das ist die Zutat, die wir brauchen. Ah, die Schmiede, von der er gesprochen hat. In dem Brief. Okay. Interessant. Interessant. Und was haben wir denn hier? Besiege die Druga. Okay, ich glaube, wir gehen erstmal zurück. Zu den... Oh, hi. Huch. Oh Gott, Galar. Nicht schon wieder. Wir gehen erstmal zurück zu dem Pilzsammler. Irgendwo hier hoch. Und dann hier lang müssen wir irgendwo. Warte mal, wie kommen wir denn da runter? Ah, hier. Ah, okay. Speichern auf jeden Fall. Und wir machen mal ganz kurz das hier. Let's go. Bitte nicht wieder die Giftfallen auslösen. Das lässt sich wahrscheinlich nicht vermeiden. Also rennt. Ah, das war so klar. So, Abgrundkriecher können wir noch mitnehmen. Schön gespeichert. So, ach du heiliger Bimbam. Bitte nicht, ist nicht euer Ernst. Okay. Also wenn ich jetzt da reingehe, dann ist der sowas von tot. Come on. Warte mal. Moment. Speichern. Looking ahead. Du kannst du. Oh, warte mal.
auf ihn reagieren die nicht, ne? Wir gehen mal mit ihm dahin. Wollen wir hier durch? Ah, fuck, ich kann mit ihm nicht reden. Edelstelz. Na, gehen wir da rum. Oh. Okay, okay, warte mal. Zurück, zurück. What are they? If you mind my step. Stop! Stop! Okay. People Bang! Ja, okay, ich verstehe schon. You recognize the name. Bibberbang, a mushroom that releases dangerous spores. Mm. Highly flammable. Ihr seid ja gewaltig in der Zwickmühle gelandet. I know that. Scroll. Escape. My bag, please. I've dropped it somewhere. Okay, 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 wir helfen dir. Bleibt wo ihr seid. Ich hole eure Beute. Thank you. Thank you. Okay, gut. Eigentlich können wir doch mal. Sage mal mein Herz, allerliebstes Herzblatt. Hast du nicht irgendwo die Funktion Magierhand gehabt, sage mal? Ich dachte, mir war so, dass du Magierhand hattest. Hab ich mich wohl vertan. Gut, egal. Wir schlängeln uns da durch. Okay, ganz ruhig. Mr. Pilzmann, können Sie das machen? Bitte. Ich weiß, dass du das schaffen kannst. Kannst du bitte... Ja, kann ich? Ach nö, das ist doch unfair. Warte mal, wie machen wir denn das jetzt? Warum kann ihr das nicht aufheben? Ihr wollt mich da verarschen. Okay, pass auf. Let's move. Wo geht das? Kann Wuffy? Wuffy kann auch nicht, oder? Oh, doch, Wuffy kann. Nice. Oh, scheiße, Wuffy kann nicht. Come on, der wird das wohl in den Mund nehmen können. Wollt ihr mich verarschen? Das ist nur ein Rucksack. Als ob der Hund das nicht tragen könnte. Ja, Kratzer, ich weiß. Pferde und so. I know that. Okay. Wie können wir das sonst noch regeln? Kann ich einzeln einfach da vielleicht mit ihm vorbeigehen? Ist das eine Möglichkeit? Wenn ich jetzt mal hier so auf Schleichen gehe. Ja, okay, alles klar, ja. Ich hab's verstanden. Ihr könnt euch jetzt alle beruhigen. Okay. Gut. So klappt es nicht. Das steht fest. Ganz kurz mal laden. Wir beruhigen uns jetzt und überlegen uns einen neuen Plan. Vor allen Dingen diese Pilze müssen sich mal dringend beruhigen. Gibt es dafür irgendeinen Zauber? Bestimmt gibt es dafür irgendeinen Zauber. Können wir uns so geistermäßig... Moment mal. Was haben wir denn hier Schickes im Angebot? Wir haben doch hier bestimmt ein paar schöne Zauber. Knochenkälte, alles uninteressant. Warte mal, wir sortieren die erstmal nach Typ.
Können wir hier eigentlich auch mal gleich ein bisschen aufräumen, wenn wir schon mal dabei sind. Bla 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 bla. Ein bisschen hiervon, ein bisschen davon, ein bisschen jenes, ein bisschen dieses. Unsichtbarkeit, uninteressant. Verschwimmen, nö. Windstoß, nö. Gelächter, nö. Übelkeit, nö. Spinnennetz, nein. Spiegelbilder, nope. Ups. Schwächestrahl, nein. Gut und böse, nein. Rascher Rückzug. Schutz vor Gut und Böse. Person festhalten, schmieren, fliegen. Fliegen wäre vielleicht eine Option. Okay, fliegen wäre eine Option eventuell. Tränke. Typ. Was haben wir hier? Öde Präzision, uninteressant. Blitzresistenz, Feuerresistenz, Giftresistenz, alles uninteressant. Magierbaumöl, Gegengift. Windigkeit, Unsichtbarkeit, hier haben wir wieder Fliegen. Federfall, Tiere sprechen. Okay, das sind alles Färbemittel, Wasser, ne. Macht so auch irgendwie keinen Sinn. Lass mich nachdenken. Vielleicht fliegen? Eine unfertige Beschwörungsschriftrolle, auf der Bissspuren und Geifer zu sehen sind. Einige Worte lassen sich noch entziffern. Oh, okay, das könnten wir gebrauchen. Aber trotzdem. Lass mich kurz nachdenken. Hat sie hier irgendwas Nettes im Angebot? Fluch. Schutz vor Energie, nee, das bringt uns alles nicht so viel. Nebelschritt, ja, das könnte gar nicht so schlecht sein. Warte, wir speichern mal. Das ist eine gute Frage, wie das ist. What are you doing? Get out of there! Ich hab das doch da. So, pass auf. Nebelschritt. Okay. So. Okay, wie komme ich jetzt da hin? Wann ist denn das hier wieder aktiv? Kurze Rast. Oh. Gott, speichern. Läuft jetzt darüber? Ja, okay, läuft darüber. Okay. Machen wir eine kurze Rast? Oder versuchen wir das? Okay, warte mal. Vielleicht ist das eine Option. Oh. Stop! Stop! Bibberbank! Ja, ich weiß. Ich hab dir doch den Beutel schon gebracht. You recognize the name. Bibberbank. Hab ich das nicht schon gemacht? A mushroom that releases dangerous spores. Egal. Highly flammable. Ja, wissen wir doch. Ja. Scroll! Escape! My bag! Please! Hi! Bone okay. Cloak! Did it! My bag! Please! Ja, hier. Yes! That's it! Tasche geben. Okay, perfekt. Just have to. Where did it go? I could have sworn I had that scroll.
Warte mal. Ah, ja. An. Warte mal, kann ich die ihm irgendwie geben? Ach, fuck, wir müssen nochmal laden, weil wir das rausgenommen haben. Aber wir sind so ein Trottel. Okay, nee, er hat Nebelschritt da drin gehabt, ne? Ich glaube, ich muss nochmal ins Lademenü gehen. Weil ich glaube, wir laden jetzt nur dahin. Also an dem Punkt, wo wir das schon einzeln rausgenommen haben. Ja, okay. Warte mal, wir laden mal ganz kurz. Ja, hier laden. Dann nehmen wir die ganze Tasche auf. So, okay. Oh Gott. Die Folge geht ja schon wieder eine Stunde und 20 oder so. Also in der Rohaufnahme zumindest. So, okay, also. Einmal hier im Bild. Oh Gott. Warte, wir quatschen mal erst mit ihm. Oh Gott. Egal, aufheben. Nee, nee, nicht spurten, Sprung. Ja, ja, alles unter Kontrolle. Ich weiß. Ja. Escape. Hi. Frau getroffen. Ja, ja, ja. Bla, bla, bla. Tasche hochhalten. Tasche geben. Okay. I can finally breathe. No time to rest. Ah, right. As what were you saying? Ach Gott, was macht ihr da unten? Ich habe mich ein Bein für euch ausgewunden. Ich finde, ihr schuldet mir was. Yes, of course. For you. Danke. Your trouble. Ta. Bring das Ding bloß nicht zum Explodieren, mein Freund. So. Ich möchte gern. Wie komme ich denn da hinten dran, um Himmels Willen? Oh Gott. Kann man die einzeln. Moment, das muss ich mir ganz kurz mal rausfinden. Was ist, wenn ich die einzeln kaputt mache? Okay, okay. Keine so gute Idee. Alles klar, ich hab's schon verstanden. Ja, okay. Ja, okay, ja. Ich glaube, da hilft nur noch F8. Aber Fakt ist, der Typ ist ja jetzt da weg. Wir können ja den ganzen Spaß einfach jetzt kontrolliert abfackeln, oder? Und uns dann da hinten das Ding holen, oder geht das kaputt? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Was haben wir denn hier überhaupt noch? Wir haben nur Edelstelz. Untersuchen. Regeneriert beim Konsum die Trefferpunkte vollständig. Das klingt ziemlich nice. Geht das kaputt? Keine Ahnung, wir probieren es einfach mal aus. So, kommt mal ein bisschen raus da, Kinders. Ihr müsst euch ja jetzt da nicht in Gefahr bringen. Können wir darauf auch nochmal schießen. Darauf auch. Na? So, jetzt warten wir nochmal ganz kurz. Ne, aber jetzt ist der Edelpilz weg, ne? Ja, okay, das ist doch scheiße. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Ich wäre da gerne mal rangekommen, ohne dass hier alles explodiert. Nochmal laden. Das kann ich so nicht auf mir sitzen lassen. Wie kommen wir daran? Wir müssen vielleicht einfach durchspurten, uns das Ding greifen und dann zusehen, dass wir es überleben. Oder halt sterben und uns dann wiederbeleben. Wäre auch vielleicht eine Option.
Ich meine, dann nehmen wir halt so eine scheiß Schriftrolle, ist ja egal. Ich glaube, wir probieren das auch. Ich möchte gerne irgendwie hier hinjumpen. Magnificent. Das mal aus. Bring. A little souvenir. Nimm das. Aufheben. Bitte. Gott sei Dank. Und jetzt raus hier. Du schaffst das. Sei Dank, er hat es gerade so geschafft. Puh. Nice, Astarion. Du hast es geschafft. Ich bin stolz auf dich. So, jetzt können wir uns doch das Ding noch holen. Das hat eh überlebt. Okay, brauchen wir nicht. Leuchts Kerze. Wie viel gibt's davon? Nice, nice, alles mitnehmen. Ist das eigentlich eine richtige Kerze? Ich habe gerade gedacht, die heißen so. Das sind irgendwelche Artefakte. Ja, sind es auch, ne? Ja, okay, sind es auch. Okay, alles klar. Ich dachte gerade kurz, das wären echt so Wachskerzen. Aber hatte der Sound auch nicht zugepasst. Das hat sich ja schon angehört wie Steinchen. Okay. Und dann haben wir das mehr oder weniger erfolgreich gelöst. Würde ich mal behaupten. Speichern wir hier mal. Gehen hier hoch. Versuchen mal diese scheiß Pilze hier auch noch umzubringen. Beziehungsweise wir sporten mal hier hin. Hallo. Nicht alle da reinlaufen. Mal weg hier das Kram. So, besser schon. Okay. Gehen wir nochmal ganz kurz zurück. Zu der Dame. Warte mal. Wo ist denn Hilshausen jetzt hier nochmal? Hier oben irgendwo, oder? Wo geht er jetzt lang? Nee, doch. Ich glaube, wir hätten eigentlich zurückgehen müssen. Ja, hier hätten wir hochgehen müssen. Okay. Ich schaue noch mal ganz kurz bei der Dings vorbei. Und dann beenden wir die Folge auch, denke ich. Die geht ja schon lang genug. Ah ja, genau, hier ist sie doch. Zu der wollte ich mal ganz kurz, was die jetzt sagt. Look at that. Got my useless old man back. I suppose that's your doing. Mhm. His hands are empty as a hole. We'll have to send him back out soon enough. Oh Gott, der Arme. So, das wäre geklärt. Nun sagt mir, was ihr wirklich hören wollt. Collecting noble stock. Valuable mushroom. We've a shop in Boulder's Gate. The locals go mad for it. Mhm. Wieso ist der so kostbar? Nearly nothing it can't cure. Blindness, poison, oh. Hair loss. Ja, den Edelstahl zu zeigen. To no surprise of mine, you're more competent than Balin. Go on then. Hand it over. Was habt ihr damit vor? Sell it. What else? Worth more than its weight in gold to folk back in Baldur's Gate. There ain't much it can't cure. Hm.
Was ist euch wert? Loads. But I haven't got anything to offer for it. I'm counting on the shroom for that. Give it or don't. Gebt mir etwas, sonst werfe ich euch in den Abgrund. Will ich ihn ihr geben oder will ich ihn behalten? Ich glaube, ich will ihn behalten, oder? Oh Gott, diese Entscheidungen sind immer so schwierig. Wenn ich ihn jetzt hier gebe, dann verkauft sie den vielleicht an, keine Ahnung, irgendwen. Und ist voll dankbar und gibt uns voll viel Geld ab, weil sie ohne uns das nicht hätte tun können und wir diesen Typen aber nicht kennen, daher können wir das auch nicht an ihn verkaufen. Oder wir behalten den Pilz, finden zufällig irgendeinen Dude, der sagt, oh, ich brauche unbedingt diesen Pilz, weil ich bin todkrank. Wir sagen, oh, guck hier, wir haben den Pilz, geben ihm den Pilz und er belohnt uns reich. Man weiß einfach nicht, was richtig ist. Ich glaube, wir behalten ihn für uns. Wait. Please. I need this. Warum braucht ihr ihn so dringend? I run a shop called Bone Cloaks in Baldur's Gate. Balin nearly sunk the shop to pay for drink. When he was of his own mind. If I can put noble stock on the shelves, it might allow us to hang on a little longer. Oh Gott, das macht es schon wieder so viel schwieriger. Ja, dann bleibt vielleicht der Laden offen. Vielleicht kann ich da coole Sachen kaufen. Oh Gott, ich verzweifle an diesen Entscheidungen. Also normalerweise würde ich den Pilz auf jeden Fall geben, weil, also wenn ich jetzt einen guten Charakter, so wie ich immer spielen würde, dann würde ich ihr den auf jeden Fall geben. Jetzt könnte ich ihn aber auch durchaus für mich behalten. Die Frage ist, was lohnt sich mehr? Vielleicht lügt sie auch. Was machen wir? Ich werde das noch bereuen, wenn ich ihr den Pilz gebe, oder? Werde ich das noch bereuen? Scheiß drauf, wir behalten den Pilz. You've sunk me. You and Balin together. No point in wasting any more time here with you. Oh. Okay. We'll be clearing out soon enough. No point in lingering. Not after you swiped what we came for. Ist ja gut. Ja, alter Idiot, hat er wieder mich beleidigt. Oh, fuck. Hätte ich ihn doch geben sollen? Hätte ich ihn ihr doch geben sollen? Ich weiß es nicht. Master is back. Good. Missed him. Ah, shit. I want to have a word. My friend. Bibberban. Curious. Beautiful. But dangerous. Next time. More careful next time. For certain. Thank you. Gerne. Wie seid ihr da überhaupt reingeraten? Anyway, what were you saying? Gott, Alter, was ist mit ihm? Vielleicht hat er ja auch die Krankheit und sie wollte ihn damit heilen. Oh nein! Vielleicht hätte ich... Oh Gott, ich werde noch Wahnsinn. Es geht euch gut, ihr lasst euch schnell durcheinander bringen. My words get away from me. You'll have to ask Dereth. She knows the ins and outs. Ihr müsst Pilz hier über alles lieben, wenn ihr euch dafür so ganz unterreich wagt. The shop needs all we find. Bone cloaks. Baldur's Gate. Anything sourced here. Very high rate of profit. Okay. Was ist Edelstelz eigentlich? Mushroom. Powerful. Dirith wants it for a brew.
She's very good, my dearest. Very good at a brew. Oh, ihm den Edelstelz. Oh, gebe ich ihm jetzt doch? Did you take that? Dereth wants it very badly. Very, very badly indeed. Oh! Ja, das probieren wir aus, oder? Oh Gott, oder ist das jetzt verschwendet? Oh Gott. Es wird nicht besser mit den Entscheidungen. Ich verzweifle noch. Nachher hilft das überhaupt nichts. Und wir haben den ganzen Pilz verspendet. Scheiß drauf, wir geben ihn jetzt. Help me. My... Yes. My mind isn't what it used to be. Denke ich auch. Komm schon, das hilft, oder? I could run the shop again. Ja, ja, ja. That is... Help Dereth. I don't... Oh. You just eat the noble stock. Don't know, just ate it. Head feels funny. Oh. Was passiert jetzt? Oh oh. Gut, dass sie sich stumm anschreien. How could you just eat the noble stock? Don't know. God, I can finally think. Look at Dereth. What have you done? What's the matter, woman? I got my brain back. Smile. War sie das vielleicht? Dereth, ihr seid nicht froh, dass euer Mann wieder gesund ist? It's just, she's lost herself a pack mule and a truffle pig. If you hadn't given me that shroom, I'd be her daughter and old servant till my vielleicht dying dich day. Ja krank gemacht. No bother, though. She'll learn her place again, won't you, love? Like the good old days. Come on, get to packing. We're going home. Oh Gott, ich hab einen Fehler getan. God. Der Typ ist doch bescheuert. Getting out of here soon enough. Wouldn't have come if I'd had my wits to work. Thanks for your help. Stop by Bone Cloaks. If you're ever in Baldur's Gate. Ich glaube, das war falsch. I owe you for saving me from my old cow. Oh Gott. Oh Gott. Der Typ ist ja völlig wahnsinnig. You don't know what you've done. Leave me be. Gott, wir haben es nur noch schlimmer gemacht. Ich weiß genau, was ich getan habe. Sehr unterhaltsam. Ihr könnt ihn jederzeit verlassen. Jo. You don't understand. You don't know what he's capable of. Just go. Please. Fuck. Just leave me, I said. You've done enough damage already. Vielleicht kann ich euch helfen, von ihm zu fliehen. Don't touch me. You're just like him. Everyone is, in the end. Just go. Please. Okay, okay. Gut, gut, gut. Okay. Wir hätten ihn einfach behalten sollen und gar nichts tun sollen. Oder? Ja, man weiß es nicht. In dem Game ist alles möglich. Scheiß drauf. Wir haben uns jetzt so entschieden, also haben wir jetzt so entschieden. Lass mich mal auf die Map gucken. Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach ins Lager. Schlafen ein bisschen. Genau, der ist mit am Start. Und kümmern uns dann morgen um diese dunklen Zwerge, die hier in der Unterwelt leben und bringen die alle um. So, möchte hier jemand reden? Keiner möchte mit mir reden? Are you sure, guys? Niemand? Okay. Ins Bettchen. Oh, vielleicht kommt... Oh, ja, der kommt wieder. Oh. Der Kleine. Blood. Hurts. Oh. Du bist verletzt. Zeig mal her.
ist. Das können wir wohl easy hinweg machen. Okay. Look. Cut. Oh, der arme Kleine. Heilkunde. Halt still, es wird gleich besser. Nice, nice, nice. Wir kriegen unser Eulenbär-Baby. As the wound closes, the cub begins testing his weight on the leg. Good. No hurt. Was ist denn passiert? Teeth. Claws. Bigger. Du hast dich mit etwas Größerem angelegt. Warum? Strong. Fight. Win. Und hast du es getötet? Kill? No. Strong. Show you. The little beast's quite charming once you get accustomed to the smell of rotting flesh. Finde ich auch. Schattenherz und ich sind uns einfach mal einig. Aber wo ist er jetzt hin? Hallo? Wo ist er hin? Finde ein Heilmittel, suche den Strand, Rätsel. Eine meisterliche Waffe, finde den Pilzsammler, okay. Keine Ahnung, wo jetzt hin ist. Ich geh mal Schattenherz, mal kurz nochmal mit dir sprechen. Und dann müssen wir auf jeden Fall jetzt mal langsam die Folge beenden, was ich schon seit einer halben Stunde erzähle. What do you need? Oh, ich hatte gehofft. Very serious of you. Okay. But go ahead. Gibt es zu eine Beziehung, wie habt ihr noch nie gehabt? Wie geht es euch? It's strange. I've been dwelling on what I told you before about wanting to become a dark justiciar. But perhaps I should be content with my lot. Schon gehört. I'm already okay. Bla 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 bla. Oh, da ist das Ding drin, ne? Ja. Ah, hier ist das Eulenbaby. Jetzt haben wir es gesehen. So, was ist los? Home. Ihn streicheln. Friend, nice. No bite. Sehr gut. Oh, es ist so niedlich. Der Kleine ist so niedlich. Wäre auch ein Eulenbär-Baby. Home. Kann den ganzen Tag streicheln. Friend, nice, no bite. Na ja, gut, wie dem auch sei. Wir müssen jetzt mal schlafen. Und wir speichern jetzt. So, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.